Heißt sie willkommen zu dem Vortrag über Spiegelgesetze. Erkenne dich selbst in den Spiegeln deines Lebens. Viele Menschen haben bereits von den sogenannten Spiegelgesetzen gehört. Einige haben sich für ihre Wahrheit und ihre Möglichkeit geöffnet. Dort jedoch nur sehr wenige Menschen haben bisher A, ihre grundlegende Aussage begriffen und B, begonnen, sie segensreich und befreiend auf ihr eigenes persönliches Leben anzuwenden. Die Erkenntnis und die Anwendung des Spiegelgesetzes bedeutet einen entscheidenden Durchbruch im Leben eines Menschen in die Freiheit. Ja, sie markieren den Beginn eines völlig neuen Lebens in diesem Leben. Sie können die Wehen einleiten für die zweite Geburt des Menschen, nämlich die Geburt hinein in ein erstmals menschenwürdiges Leben voller Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, Frieden und Freiheit. Ich lade Sie ein, sich durch diesen Vortrag inspirieren und motivieren zu lassen, Ihr gesamtes bisheriges Leben und Ihre aktuellen Beziehungen und Themen mit den Erkenntnissen der Spiegelgesetze anzuschauen und zu untersuchen. Mit Hilfe der Spiegelgesetze lesen Sie das Buch Ihres Lebens neu und Sie schreiben es neu. In der von mir entwickelten Transformationstherapie, in der ich auch jährlich 40 bis 50 Menschen ausbilde, habe ich die Erkenntnisse der Spiegelgesetze integriert. Wer ein guter Therapeut oder zum Beispiel Heilpraktiker sein will, der darf es sich zur Aufgabe stellen, ein Meister im Erkennen von Spiegeln zu werden und in ihrer Nutzung für sein eigenes Leben wie für seine Arbeit mit den Menschen. Ich behaupte, die überwiegende Mehrzahl der Menschen steht, ohne jemand auf den Fuß treten zu wollen, im Nebel. Das heißt, die Menschen sind sich nicht im Klaren, warum dies oder jenes in ihrem Leben geschah und geschieht. Wenn sie gefragt werden oder sich selbst nach den Ursachen von Ereignissen oder Zuständen fragen, dann begnügen sie sich mit Antworten wie zum Beispiel, das Leben ist halt so, da kann man nichts machen, ich habe da halt Pech gehabt, ich hatte eben keine glückliche Kindheit, da bin ich an den Falschen geraten, an den falschen Partner, an den falschen Chef, an die falschen Eltern geraten. Oder da konnte ich wirklich gar nichts für. Es gibt halt gute Menschen und böse Menschen. Die heutige Zeit ist halt nicht mehr so gut wie früher. Ja, früher war alles besser. Das größte Märchen aller Zeiten. In diesem Wirtschaftssystem kann nicht mehr jeder, wie er will. Oder bei diesen Politikern kann man doch nur verzweifeln. Wenn meine Eltern mich endlich in Ruhe lassen würden. Wir haben da ein Problemkind, wenn sie Ärger haben mit ihrem Kind. Oder der hohe Blutdruck oder die Krankheit, die Depression. Ja, das ist Vererbung. Das heißt, die Grundaussage lautet oft, ich habe keine Wahl. Andere waren oder sind schuld an meinem heutigen Schicksal. Ich war das Opfer der Umstände oder der Menschen. Andere waren die Verursacher, die Täter, die Schuldigen. Ich hatte keine Macht. Diese, nämlich die Macht, liegt bei anderen. So denkt es in den meisten Köpfen von Menschen, die nicht glücklich sind. Ich möchte in diesem Vortrag zu zwei Dingen auffordern. Erstens, dazu sich bis ihre bisherigen Gedanken zu allen unangenehmen, stressvollen, leidvollen und negativen Zuständen und Ereignissen in ihrem Leben neugierig und forschend anzuschauen und systematisch zu untersuchen und zweitens zu dem Mut, ihre Gedanken und ihr gesamtes Weltbild in Frage zu stellen und sich für eine andere Wahrheit zu öffnen, als für die, an die sie bisher geglaubt haben. Denn jeder, der in irgendeiner Form von Leiden steckt, steckt gleichzeitig immer in einer Menge unwahrer Gedanken. Er glaubt Unwahres und Unwahres zu glauben führt zu Leidenszuständen. Die Spiegelgesetze, wenn sie wirklich verstanden und angewandt werden, sind in der Lage, ihre gesamte Welt und damit ihr Leben vom Kopf auf die Füße zu stellen. Bisher, behaupte ich, leben die meisten Menschen in einer selbst erschaffenen Hölle. Die Spiegelgesetze laden sie ein, diese in Kürze hinter sich zu lassen und das Himmelreich auf Erden zu betreten. Das heißt, willkommen im Paradies. Die Spiegelgesetze sind übrigens keine neuzeitliche Erfindung oder Erkenntnis. Ihre Erkenntnis geht zurück auf einen Mann namens Hermes Trismegistos, der vor ca. 3000 Jahren in Ägypten lebte. Sein Namenszusatz Trismegistus bedeutet der dreimal groß und auf ihn wird auch die Erkenntnis der Sternkunde sowie die Alchemie zurückgeführt. Auch die gesamte Astrologie also beruht auf den Erkenntnissen der Spiegelgesetze und ist eine Ableitung von ihnen. In Deutschland ist es besonders das Verdienst von Thorvald Detlefsen gewesen, die Erkenntnisse der, wie man sie nennt, hermetischen Philosophie wiederbelebt und besonders in seinem Buch Schicksal als Chance allgemeinverständlich einem großen Publikum zugänglich gemacht zu haben. Thorvald Detlefsen gebührt großer Dank für seine Arbeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg den ersten großen Anstoß für die spirituelle Entwicklung in Deutschland gegeben haben dürfte. Den allergrößten Anstoß für ein neues Denken und Handeln im Sinne der Spiegelgesetze und für ein Verstehen unseres bisherigen Schicksals hat allerdings im letzten Jahrhundert der indische Lehrer Osho gegeben, von dem es mehrere hundert Bücher gibt, sämtlich genaue Abschriften und Übersetzungen seiner täglichen Unterweisungen und Ansprachen.
Er hat in vielen Ländern bereits Millionen Menschen berührt und inspiriert. Sein Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit wird in seinem ganzen Umfang erst in ca. 20, 30 Jahren absehbar sein. Aber wie so oft in der Geschichte geschehen, wurde auch er zu Lebzeiten von den Normalen, das heißt der bürgerlichen Presse, von Journalisten und Kirchenvertretern ausgelacht, verspottet, verachtet und bekämpft. Fast jedes Land weigerte sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, ihm nur ein Zwischenlanderecht für ihn und sein Flugzeug zu gewähren, geschweige denn einen längeren Aufenthalt. Die Regierenden wie die Kirchenfürsten hatten den allergrößten Schiss vor ihm und seinem Einfluss auf die Menschen, ähnlich wie das bei Jesus der Fall war. Heute liegen seine Werke bei den großen Buchhandlungen auf den Büchertischen aus und bürgerliche Verlage machen sehr gute Umsätze damit. Ich möchte auch Osho an dieser Stelle herzlich Dank sagen, auch wenn ich ihn selbst nie kennengelernt habe. Seine Arbeit hat auch mich und mein Leben und meine Arbeit auf das Allerschönste befruchtet. Wenn wir uns unsere sichtbare, anfassbare Welt der Materie hier auf Mutter Erde anschauen, wenn wir sehen, mit wie vielen Dingen wir Menschen uns umgeben haben, unseren Häusern, Autos, Flugzeugen, Handys, Fernsehern, Computern, in 100 kleinen Geräten im Haushalt, dann könnte man in Staunen geraten, würde man gerade frisch auf der Erde abgesetzt und könnte all dies mit neugierigen Augen betrachten. Unser Leben steckt voller materieller Dinge, an die wir uns gut und gerne gewöhnt haben, die wir als normal betrachten, ebenso wie unseren materiellen, anfassbaren Körper. Die meisten von uns haben sich so sehr an diese Welt der sichtbaren und anfassbaren Formen gewöhnt, dass wir ihnen die zentrale Bedeutung in unserem Leben eingeräumt haben. Wir stehen morgens auf, um arbeiten zu gehen und in erster Linie unseren materiellen Wohlstand zu erhalten und zu mehren. Der neueste Computer, das nächste Handy, das neue Automodell, die schickeren Klamotten, die neuesten LCD-Bildschirme und so weiter. Wir leben, um Materie zu haben und zu genießen. Den materiellen Wohlstand haben wir zum Gott gemacht in unserem Leben. Hierfür strengen wir uns an und legen uns krumm. Wir beneiden die Reichen und Berühmten dieser Welt und träumen davon, auch reich zu sein. Die Magazine und Zeitschriften, die von Prominenten, Reichen und Adligen berichten, verzeichnen in den letzten Jahren immer noch satte Zuwachsraten, während die Magazine mit Informationscharakter kontinuierlich an Lesern verlieren. Wir haben uns hier im Westen mittlerweile so sehr in dieser materiellen Welt verloren, dass wir sie für das Wesentliche und entscheidend Bedeutende halten nach dem Motto, wenn ich habe, dann bin ich. Wenn ich viel habe, bin ich viel. Wer wenig hat, der ist nichts. Der Normalmensch im Westen lebt, um zu haben und das Haben zu mehren und wenn er Glück hat, es ein wenig zu genießen. Er definiert sich über das, was er hat und nicht über das, was er von Natur aus ist. Die Welt des Menschen steht daher Kopf. Er hält das Sichtbare und Anfassbare für das Wesentliche, das Materielle und auch seinen Körper. Dies jedoch hat in Wirklichkeit keine grundlegende Bedeutung. Denn alles, was Sie sehen, was Sie anfassen können, ist die Folge und Manifestation von Geist. Alles ist aus dem Geiste geboren. Sie stehen vor Ihrem nagelneuen schönen Auto und sind begeistert. Ich will Ihnen diese Begeisterung nicht nehmen. Ich fahre selbst mit großer Freude ein großartiges Auto. Aber dieses Auto wird einmal Staub sein, genau wie Ihr physischer Körper Staub sein wird, so wie Ihr Haus und alles, was Sie inzwischen gesammelt haben. Das Materielle hat keinen dauerhaften Bestand, weder Ihr Auto noch der Mount Everest. Beides wird als mit irdischen Augen sichtbare und mit menschlichen Händen anfassbare Materie vergehen. Aber alles im Geist hat Bestand. Zum Beispiel Sie selbst, das heißt Ihre wahre Geistnatur, das, was Sie in Wirklichkeit sind und auch der Mount Everest und Ihr Fahrrad werden auf einer geistigen Ebene immer bestehen bleiben. Alles auf dieser Erde hat, ja, das gesamte Universum, nicht nur Ihr Auto, auch alle Sterne sind aus dem Geiste geboren, aus dem Allgeist. Das All, so nennen wir den Weltraum, das alles, was ist, ist Geist. Dieser Allgeist, diese ewige Schwingung wohnt allem inne. Was Sie sehen können, jedem Felsen und jedem Berg, jeder Ameise und jedem Menschen, jedem Baum und jedem Blatt Papier, jeder Rose, jeder Zahnpasta und jedem Fahrrad. Das heißt, es gibt nichts Totes, alles lebt. Alles ist lebendiger, pulsierender Geist, selbst Ihr Fahrrad. Warum? Ohne den Allgeist, der Ihr Fahrrad belebt, würde dieses augenblicklich in Billiarden Staubpartikel zerfallen, genau wie Ihre Zigarette ohne Filter am Ende nur noch Asche ist. Nur wer sich für dieses Prinzip der Geistigkeit öffnet, kann sich auch für die Spiegelgesetze öffnen, die auf diesem Prinzip beruhen. Und hiermit haben wir bereits einige wesentliche Voraussetzungen oder Erkenntnisse des Hermes Trismegistos angesprochen, die für die Anwendung der Spiegelgesetze von grundlegender Bedeutung sind. Und zwar sind das erstens, alles ist in Wahrheit Geist.
Alles ist aus dem einen Geist, dem Allgeist, geboren. Zweitens, alles lebt. Es gibt nichts Totes. Alles schwingt. Alles ist Schwingung. Wir sind Schwingung, wir. Ihre Knochen schwingen, ihr Blut schwingt. Alles schwingt. Ist pulsierendes Leben. Und drittens, das Ganze eines Dinges ist in jedem seiner Teile, seinen Untereinheiten, vollständig enthalten. Darauf komme ich später nochmal zurück. Viertens, alle Materie wird vergehen. Alles, was Sie anfassen und sehen können, wird wieder zu Geist werden. Vergehen heißt aber nicht sterben, sondern es wird seine Schwingungsform, seine Frequenz verändern und in einen anderen, höher schwingenden Energiezustand übergeben. Und nebenbei, die höchste Schwingung, die es gibt, heißt Liebe. Darum verwandelt Liebe alles. Die Grundaussage aller Spiegelgesetze lautet, da alles aus dem Geist ist, und zwar aus einem Geist geboren ist, kann ich alles in allem erkennen. Das heißt, alles hat seine Entsprechung auf anderen Ebenen. In einem einzigen Tropfen Blut, das heißt in einer Billiarden Zellen Ihres menschlichen Körpers, sind alle Informationen über den gesamten Körper enthalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin überzeugt, dass wir in ein paar Jahren so weit sind, dass Sie aus einem Tropfen Blut diagnostizieren können, ob Sie vor 4000 Jahren eine Inkarnation in Ägypten hatten. Bin ich fest davon überzeugt. Im menschlichen Körper sind andererseits alle chemischen Elemente enthalten, die auf dieser Erde vorkommen. Im kleinsten Teil ist immer das Ganze zu erkennen. Eine der ältesten Aussagen des Spiegelgesetzes lautet, wie oben, so unten. Wie unten, so oben. Und eine weitere Ableitung hiervon lautet, wie außen, so innen. Wie innen, so außen. Und mit dieser Aussage des Spiegelgesetzes möchte ich mich in diesem Vortrag ganz besonders beschäftigen. Ich möchte mit Ihnen verschiedene Zustände und Ereignisse in unseren Lebensläufen betrachten, um verstehen zu lernen, wie es dazu kommen konnte und was wir tun oder lassen können, was wir auf neue Weise betrachten können, dass sich in unserem Leben das mehr und mehr zeigt, was sich unsere Herzen am meisten wünschen, nämlich Frieden, Freude, Liebe, Fülle, Gesundheit und anderes. Möge dieser Vortrag dazu beitragen, dass Ihr Herz morgen singt vor Freude. Ich habe diese segensreiche Wirkung der Spiegelgesetze in meinem eigenen Leben und im Leben mehrerer hundert Menschen erfahren, die angefangen haben, mit meinen Vorträgen und Seminaren bzw. Meditationen zu arbeiten und die Seminare besucht haben. Da ich aber heute keinen theoretischen, philosophischen oder erkenntnistheoretischen Vortrag halten möchte, das überlasse ich anderen, will ich gleich mit einigen praktischen Beispielen aus unserem Alltag beginnen, damit jeder auf einfache Weise nachvollziehen kann, wie das Spiegelgesetz angewendet werden kann. Erste Frage an Sie alle. Wie begegnen Ihnen die Menschen Ihres Umfeldes? Das heißt, fühlen Sie sich im Leben von anderen Menschen gewürdigt, respektiert, geachtet? Spielen Sie mal rein, ob das der Fall ist. Von den meisten Menschen Ihres Umfeldes. Familiäres Umfeld, betriebliches Umfeld. Genießen Sie die Wertschätzung vieler Menschen? Sind Sie ein beliebter Gast bei anderen Menschen? Und haben Sie viele Freunde? Aus der ehrlichen Beantwortung dieser Frage können Sie bereits ganz Wesentliches über sich selbst erkennen. Denn wer sich selbst nicht respektiert und wertgeschätzt fühlt von anderen Menschen, wer keine Achtung, Respekt, Lob und Würdigung von anderen genießt, der kann hierin einen ersten Spiegel erkennen. Er kann erkennen, was? Wie er im tiefsten Inneren über sich selbst denkt und fühlt. Er liegt mit sich selbst im Konflikt und im Krieg. Er hat manches bis vieles an sich selbst auszusetzen. Er kann sich nicht in den Spiegel seines Badezimmers schauen und mit Überzeugung sagen, du bist wunderbar. Du machst das klasse und du hast meine ganze Unterstützung. Ich stehe zu dir. Das Spiegelgesetz bedeutet also in diesem Fall, was ich und wie ich über mich selbst denke und fühle. Genau das zeigen mir andere Menschen meines Umfeldes in ihrem Verhalten mir gegenüber. Oder anders gesagt, wer sich selbst nicht liebt, der kann auch die Liebe anderer nicht empfangen oder sehen und fühlt sich entsprechend schlecht. Sie können auch sagen, Sie können nur so viel Liebe auch von Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern, Ihrer Umwelt empfangen, so viel Liebe nur, wie Sie in der Lage sind, sich selbst zu schenken und sich auch schenken in der Praxis. Spüren Sie mal rein in die Frage, wie viel Liebe schenke ich mir selbst jeden Tag? Er ärgert sich, grämt sich, ist wütend und oft ohnmächtig. Manche werden vielleicht einräumen, aber in meinem Leben gibt es solche und solche. Manche Menschen mögen mich und andere nicht. Da kann aber was nicht stimmen. Ich sage Ihnen doch, es stimmt alles. Die Unterschiedlichkeit der Menschen, die Sie anziehen, entspricht den unterschiedlichen Gedanken über sich selbst.
Manchmal sind sie nett zu sich, ein andermal verurteilen sie sich selbst hart. Die einen Aspekte an sich finden sie ganz passabel, die anderen Aspekte verurteilen sie und können sie noch lange nicht leben und lieben. Viele antworten auf die Frage, wie geht's dir, auch mal so, mal rauf, mal runter. Und dieses mal rauf, mal runter ist der Spiegel des Denkens dieses Menschen über sich selbst und über das Leben. Ich möchte ein Beispiel nennen, das viele in den letzten Jahren kennengelernt haben, zumindest aus der Presse, das Thema des Mobbings. Ein härteres Beispiel, von dem heute die Reden ist, das Mobbing in Firmen. Unter Mobbing versteht man was, dass eine Frau oder ein Mann von den Kollegen der Abteilung abgelehnt, bekämpft, verleumdet, beschuldigt, geschnitten wird, sodass es für den Betroffenen oft unerträglich wird, in dieser Firma zu bleiben. Wenn ich erläutere, wie es zu so etwas kommt, liegt es mir fern, solch hässliches und unliebevolles Verhalten von Menschen zu rechtfertigen. Aber es ist für alle hilfreich zu erkennen, wie Mobbing zustande kommt, und zwar auf beiden Seiten. Das sogenannte Mobbingopfer ist in Wirklichkeit ein unbewusster Schöpfer. Es zieht durch meist zwei Vorgänge die Ablehnung und den Hass der Kollegen auf sich. Erstens verurteilt sich das Mobbingopfer unbewusst selbst in hohem Maße. Das heißt, es hat Überzeugungen der Minderwertigkeit und der eigenen Ohnmacht seit Jahren, meist seit der Kindheit, in sich gepflegt und genährt. Kein Mobbingopfer dieser Welt hegt in sich sehr wertschätzende Überzeugungen über sich selbst. Zweitens lehnt dieser Mensch auch viele seiner Mitmenschen ab und ist in seinem Denken ihnen gegenüber meist sehr intolerant und verurteilend. Viele Menschen sind derart voll mit Gedanken der Ablehnung sich selbst gegenüber, wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich bin nicht liebenswert, ich bin ein Versager, die anderen nutzen mich aus, im Leben gibt es böse Menschen, denen man hilflos ausgeliefert ist und so weiter, dass man es diesen Menschen schon ansehen kann, wie sie über sich selbst und die Welt denken. Auf ihrer Stirn steht für andere sichtbar, aber für sich selbst unsichtbar geschrieben, ich bin der letzte Dreck, mit mir kann man es machen, hau mir eine rein, ich tue es auch jeden Tag selbst. Womit? Mit meinen eigenen Gedanken über mich selbst. Das ist der Spiegel. Für die Mobber ist dieser Mensch ein willkommenes Objekt. Die eigenen Frustrationen mit sich selbst, die eigenen Minderwertigkeits- und Ohnmachtsgefühle auf den Gemobbten zu projizieren und damit sie in sich selbst wiederum zu verleugnen. Mobber und Gemobbte sind also für sich gegenseitig Spiegel sowohl der grundlegenden Gedanken von Verurteilungen sowie der damit einhergehenden verdrängten Gefühle. Welche sind das? Angst, Wut, Ohnmacht, Neid, Eifersucht, Scham, Schuld und so weiter. Wir haben es also in Wirklichkeit hier nicht, wie der Kopf denkt, mit einem Opfer hier und den Tätern dort zu tun, sondern beide sind unbewusste Schöpfer, sie sind Koproduzenten. Der Mobbingvorgang ist immer, wie alles im Leben, eine Gemeinschaftsproduktion. Jedes sogenannte Opfer, sofern es sich um erwachsene Menschen handelt, kann, wenn es will und bereit ist, erkennen, wie es auf unbewusste Weise die sogenannten Täter in sein Leben gezogen und deren Angriffe auf sich selbst ausgelöst hat. Und ich sage nicht, ist er selber schuld, sondern ich sage, wie erschaffen die beiden das? Und diese Frage, egal welchen, ob sie Mobbingopfer sind oder ob sie unter irgendetwas anderem leiden im Leben, ich empfehle Ihnen, die grundsätzliche Frage stellen, interessant, wie habe ich das wohl in mein Leben hineingezogen? Wenn Sie in der Lage sind, so zu reagieren auf unangenehme Zustände, dann sind Sie schon einen Riesenschritt weit. Ja, wenn Sie sagen können, interessant, wie das wieder in mein Leben reingekommen ist. Weil diese Fragestellung, die kann nur ein Beobachter stellen. Die meisten sind so im Gram und in der Wut und im Zorn drin, dass sie das gar nicht fragen stellen. Ja, wie habe ich das in mein Leben reingestellt? Also nächstes Mal, wenn Ihr Mann fremd geht, sagt, interessant, dass mein Mann schon wieder fremd geht. Das ist schon viel fortgeschritten, ich weiß. Müssen wir mal einfacher sagen, anfangen. Ich weiß. Okay. Ja, verstehen Sie, einer, der in der Emotion völlig verstrickt ist, der kann sich nicht dafür interessieren, für die Frage, wie habe ich das in mein Leben reingezogen? Was habe ich selbst damit zu tun? Und das Beobachten dessen, was in meinem Leben stattfindet oder was in meinen Gedanken oder in meinen Gefühlen stattfindet, das Beobachten all dieser Vorgänge ist der erste Schritt in die Freiheit. Bevor Sie nicht Klarheit haben, was da in Ihnen los ist, wie viel Angst, Schuld, Scham oder sonst was in Ihnen steckt, sind Sie nicht in der Lage, dies neu zu erschaffen oder zu klären und verwandeln zu lassen. Und ich habe in meinem Vortrag Angst, Wut, Schmerz und anderes in Freude verwandeln sehr deutlich gemacht, diese CD hat vielen schon sehr, sehr geholfen, dass diese auch schmerzhaftesten Zustände in Freude verwandelt werden können, ohne jahrelange Therapie. Ein Beispiel, das wir in vielen Familien, besonders bei vielen Müttern antreffen, ich grüße alle Mütter hier, ist das folgende. Viele Mütter regen sich täglich worüber auf, über alles Mögliche, aber auch unter anderem über die Unordnung ihrer Kinder.
Räum endlich dein Zimmer auf. Hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Wann räumst du endlich dein Zimmer auf? Ja, und so weiter. Kennst du das bekannt vor? Man kann sich kaum vorstellen, wie viele eigene Nerven Mütter mit solchen Gedankenermahnungen verschleißen. Sie machen sich selbst und ihren Kindern das Leben zur Hölle, weil sie den Saustall im Zimmer ihres Kindes einfach nicht ertragen können und wollen, obwohl es doch angeblich das Kinderzimmer ist. Frage an alle ordnungsfanatischen Mütter oder Väter, in wessen Angelegenheit befinden sie sich hier? Ist die Ordnung bzw. Unordnung im Zimmer ihrer Tochter oder ihres Sohnes ihre Angelegenheit? Warum heißt das Zimmer wohl Kinderzimmer? Nur zum Nachdenken. Woher kommt dieses hohe Niveau von Erregbarkeit bei Tausenden von Müttern, wenn es um Unordnung geht? Nun, was denkt es in diesen Frauen über dieses Thema? Ich frage Betroffene immer wieder, sind sie selbst auch unordentlich? Die Antwort am vehementes, nein, ich bin nicht unordentlich, ich bin sehr ordentlich. Und ich frage danach, dürften sie auch unordentlich sein? Und noch vehementer kommt dann, ich will nicht unordentlich sein, ich finde das schrecklich. Ja? Die allermeisten Mütter sind von ihrer Mutter zu ordentlichen, braven, angepassten Mädchen erzogen worden, die gelernt haben, das Unordentliche, genauso wie das Unbrave, das Freche, das Wilde, das Wütende, ja das Sauige und Unanständige an sich und in sich selbst natürlich abzulehnen. Das steckt nämlich in uns allen. Hierunter müssen wiederum vor allem die Söhne und besonders Töchter dieser braven Frauen leiden. Sie übernehmen unbewusst die nicht sehr freudvolle Aufgabe der Mutter, ihre eigene abgelehnte Unordentlichkeit deutlich sichtbar zu spiegeln, indem ihr Zimmer eher einem Schlachtfeld als einem Wohnzimmer gleicht. Auch das familiäre Wohnzimmer wird in dieses Geschehen häufig mit einbezogen. Warum? Sehr sinnvoll, damit der Mutter auch noch die eigene uneingestandene Ohnmacht deutlich vor Augen geführt wird, wenn sie sieht, wie ihre Kinder auch diesen Raum für sich und ihre Unordnung okkupieren. Anstatt an ihren Töchtern zu verzweifeln, sollten diese Mütter vielleicht öfter meine Vorträge hören oder gleich zu einem Wochenendseminar kommen, damit ihnen klar wird, wie sie Frieden schaffen können in sich selbst und mit ihrem Kind. Wenn solche unordentlichen Töchter aus dem Elternhaus dann in eine eigene Wohnung ziehen und Mutter kommt einmal zu Besuch, fällt diese häufig glatt aus den Latschen, wenn sie plötzlich sieht, dass man bei ihrer Tochter schon vor der Haustür die Schuhe ausziehen muss und es so sauber in ihrer Wohnung ist, dass man vom Fußboden essen kann. Die Mutter versteht dann die Welt nicht mehr, dabei ist dieser Vorgang leicht verständlich, wenn man ihn, wie bei allen unangenehmen Vorgängen, von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Um bei Eltern und Kindern noch zu bleiben, ich behaupte, alles, was Kinder an auffälligem Verhalten zeigen, wie Wutausbrüche, Depressionen, Rastlosigkeit, Trotz und so weiter, was tut das? Es spiegelt immer das, was die Eltern auch in sich haben, aber bisher an sich ablehnen. So ist es erklärlich, dass aus den an der Oberfläche friedlichsten Elternhäusern die aggressivsten Kinder rauskommen. Mich würde sehr eine Untersuchung interessieren darüber, was aus den Kindern evangelischer Pfarrer geworden ist. Nur als Beispiel. Die Regel lautet hier, je scheinheiliger das Elternhaus, desto drastischer muss das Kind den Heiligenschein der Familie zerstören und den abgelehnten Gegenpol leben und deutlich demonstrieren. Das Kind sorgt also mit seinem drastischen und aufdeckenden Verhalten für das Gleichgewicht. Hier die Eltern, die ihre eigenen aggressiven Impulse, ihre Wut und Frustration kräftig verdrängen und den Teppich kehren. Dort die Tochter, der Sohn, die den Teppich hochnehmen und auf den versteckten, abgelehnten Dreck zeigen, nach dem Motto, ich zeig's euch. Könnten Eltern nur den Segen begreifen, den diese Kinder in ihrem Leben darstellen? Diese häufig als Problemkinder diffamierten Söhne und Töchter sind in Wahrheit Engel, die zu den Eltern gekommen sind, um ihnen die Wahrheit zu zeigen. Viele Eltern berichten oder Mütter, ja, ich habe immer mindestens bei zwei Kindern, eine ist so ganz brav und ruhig, so pflegeleicht, ja, und die andere, das ist dann ein Teufel, ne? Und ich sage, der Teufel, ja, das ist die stärkere Seele, hat den größeren Orden verdient. Ja. Unangenehme, schwierige Kinder sind uns wirklich wie Engel geschickt worden, um uns selbst zu erkennen. Um das zu erkennen, was wir bisher an uns abgelehnt haben und nicht sehen wollen. Ja? Ehren Sie diese Kinder, machen Sie denen ein Denkmal. Ja? Entschuldigen Sie sich, wenn Sie schon 30 sind, die Kinder. Ja? Ich muss mit dem mal Champagner trinken. Nehmen Sie bitte einmal eine Minute Zeit, um sich selbst folgende Frage zu stellen. Fragen Sie, wofür wurde ich in meinem Elternhaus von meinen Eltern kritisiert? Wie sollte ich nicht sein? Was durfte ich nicht tun? Wofür wurde ich bestraft? Wofür wurde ich gelobt?
Was durfte ich nicht sein oder tun? Spüren Sie mal da rein, was alles, was Ihren Eltern ein Dorn im Auge war. Jede Vater, jede Mutter, egal ob Sie darüber reden, hat Erwartungen, Wünsche, Forderungen an Tochter, an Sohn. Nach dem Motto, wenn du so bist, dann bist du für mich in Ordnung. Dann bist du ein braves oder ein ordentliches Mädchen, ein ordentlicher Junge, ein richtiger Junge, ein richtiges Mädchen. Vielleicht werden Sie unter den folgenden negativen Eigenschaften fündig in Erinnerung. Durften Sie folgende Eigenschaften oder Verhaltensweisen haben? Ich lese mal einige vor. Faul, unordentlich, schmutzig, schlampig, unehrlich, verträumt, verspielt, unpünktlich, unzuverlässig, undiszipliniert, frech, wild, vielfragend, gierig. Kennt ihr gierig? Hm? Als sie 12 waren, als sie ganzen Kuchen essen wollten. Alles für mich. Ja? Das ist ganz normal für einen 12-, 13-Jährigen. Gier muss man einfach mal erfahren. Ja? Da steht da so ein Kuchen und sagt, das will ich ganz für mich haben. Kennst du diese Eltern, ja, diese Kinder, die beim Mittagstisch saßen und da sind ein paar Stücke Fleisch, ja, und erstmal Papa kriegt das Größte. Oh, ja. Ne? Ältester Bruder kriegt das Zweite. Oh, ja. Und kriegt dann, ne? Was denkt das Kind dann über sich? Ich krieg das Kleinste. Da fängt das Kind schon an, sich zu denken über seinen Wert. Weiter. Gierig, neidisch, eifersüchtig, ängstlich, dürfen Sie das sein, wütend, trotzig, rachsüchtig, nachtragend, egoistisch, stolz. Dürfen Sie stolz sein? Wenn Sie stolz waren, hatte mal, gut, dass du stolz bist, oder? Arrogant, angeberisch, zu selbstbewusst, risikofreudig, eitel, erfolglos, schwach, klein, zu dick, zu dünn, zu wählerisch beim Essen und so weiter. Was durften Sie alles nicht sein? Ein Kind reagiert innerlich auf die Verbote und die Kritik der Eltern fast immer, womit? Mit einem Eigenverbot. Es sagt sich, ich will nicht faul sein. Wenn die sagen, du sollst nicht, darfst nicht. Und sagen, ich will nicht faul sein, ich will nicht unordentlich sein, denn dann entzieht mir Mutter oder Vater ihre oder seine Liebe und Aufmerksamkeit. Je drastischer die Eltern eine Eigenschaft brandmarken und verurteilen, desto stärker versucht das Kind, diese abgelehnte Eigenschaft an sich selbst abzulehnen. Das hat Folgen oft bis ins hohe Alter. Frage eben für sich, wer mit sich ein bisschen arbeiten möchte zu Hause, welche dieser Eigenschaften verbieten Sie sich bis heute noch? Und welche dieser Eigenschaften können Sie bis heute noch an Ihren Mitmenschen, wie zum Beispiel an Ihren Kindern, Ihren Kollegen, Nachbarn, kaum oder gar nicht akzeptieren? Was bringt Sie auf die Palme? Das lohnt sich zu untersuchen. Was macht Sie bis heute wütend? Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen, einer meiner letzten Seminare, das war ein sehr interessantes Beispiel, beklagte sich eine Teilnehmerin vehement darüber, dass ihr Schwiegervater sie immer wieder auf ordinäre Weise angrapsche, wenn sie mit ihrem Mann bei dessen Eltern zu Besuch sei. Wir überprüften gemeinsam den Gedanken, mein Schwiegervater sollte mich nicht angrapschen. Wir taten dies mit den 4 aufdeckenden Fragen von The Work nach Byron Katie, da geht es darum, ist das wirklich wahr, dieser Gedanke, kannst du ganz sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist? Bei der 3. Frage, wie reagierst du, wenn du denkst, mein Schwiegervater sollte mich nicht angrapschen? Ich gehe dabei dieser Frage immer gerne in eine Meditation nach innen, lass die Augen schließen. Erinnerte sich die Frau wieder sehr lebendig an all den Ekel, die Verachtung, die Scham und Ohnmachtsgefühle, denen ihr seit langem verborgen waren. Hierbei tauchten Bilder von ihr als Kind auf, das gewürgt und sexuell missbraucht wird. Untersuchungen mit sexuell missbrauchten Kindern haben gezeigt, dass diese sich oft selbst schuldig fühlen, weil sie auch ihre eigene sexuelle Erregung gespürt und diese abgelehnt hatten. So denkt es häufig in ihnen, ich hätte das nicht fühlen sollen, denken Kinder. Kinder, die sexuell missbraucht werden. Ich bin schuld, in mir ist etwas Schmutziges, ich hätte nicht erregt sein sollen. Während dieser Untersuchung kam auch die angegrapschte Frau auf die eigene bis dahin unbewusste Gedanken wie, ich sollte nicht so geil sein. Ihr Kopf aber sagte, mein Schwiegervater sollte nicht so ein geiler Bock sein. Diese Ablehnung der eigenen sexuellen Gefühle als Kind begonnen zu denken, waren auch in der erwachsenen, übrigens sehr hübschen Frau nach wie vor voll wirksam. Was ich jedoch an mir selbst ablehne, obwohl es doch da ist, kommt von außen in mein Leben rein. Die in der Frau abgelehnte Geilheit zog den geilen Schwiegervater auf den Plan. Er spiegelte ihr durch sein unverhohlen geiles Verhalten die eigenen negativen Gedanken über ihre Lust an der Lust. Übrigens spüren Sie bitte einmal hinein, wie sehr Sie das Wort Geilheit gerade ablehnen. Ich halte dieses Wort für optimal geeignet, die gemeinten Gefühle auszudrücken. Mit den Worten Lust oder sexuelle Erregbarkeit gelingt das nicht annähernd so deutlich.
Mein Tipp: Erforschen Sie für sich selbst oder in einem Seminar bitte alle Gedanken, vor allem die nicht an der Oberfläche befindlichen, sondern häufig unbewussten und hintergründigen Gedanken über sich selbst und über das Leben, und Ihnen fallen 1000 Schuppen von den Augen. Sie werden sehr schnell an einem einzigen Tag so viele Aha-Erlebnisse haben und verstehen, warum Ihr Leben heute so aussieht. Ihr Leben und vor allem Ihr Lebensgefühl sieht heute genauso aus, wie es in Ihnen denkt. Ich habe bereits die Methode The Work erwähnt, die Amerikaner Byron Katie der Menschheit geschenkt hat, um in kurzer Zeit die Unwahrheit von Gedanken aufzudecken und Gedanken zu finden, die wir als weitaus wahrer begreifen als den bisher gedachten Gedanken. Der letzte Schritt bei The Work ist nichts anderes als eine Anwendung des Spiegelgesetzes. Hier wird der Anwender aufgefordert, seinen ursprünglichen Gedanken geradezu umzukehren in ein Gegenteil und zu spüren, ob dieser umgekehrte Gedanke vielleicht genauso wahr oder sogar noch wahrer ist als der erste Gedanke. Beispiele dafür: ein Gedanke in der angegrapschten Frau von eben war, mein Schwiegervater sollte nicht so ein geiler Boxer. Wie lautet eine mögliche Umkehrung? Ich sollte nicht so geil sein. Wenn wir den Gedanken umgekehrt haben, ist ein mögliches Gegenteil, in sein mögliches Gegenteil, fragen wir uns, wo in meinem Leben ist das auch wahr? In diesem Fall hier war dieser Gedanke schon lange, seit der Kindheit, in der Frau aktiv. Ich sollte nicht so geil sein. Die Frau lehnte, wie viele Frauen, ihre eigenen sexuellen Erregungen seit der Kindheit ab. Das ist immer so ein wichtiges Beispiel. Darum komme ich darauf zurück. Wie kommen Mädchen oder Jungen auf solche Gedanken? Dass sie das ablehnen, das, was in ihnen sich abspielt, sexuell. Nun, ich denke, das haben die meisten von ihnen noch in guter Erinnerung. Viele Kinder werden von ihren Müttern bei den berühmten Doktorspielen erwischt und für viele ist die ablehnende Reaktion der Mutter ein Schock. Sie wissen zwar nicht, was daran schlecht sein soll, mit seinen Geschlechtsteilen zu spielen oder das Glied des dreijährigen Nachbarjungen zu untersuchen, aber wenn Mutter derart erbost reagiert, muss das ja was ganz Schlimmes sein. Solche Erlebnisse mitsamt den damals gedachten Gedanken sitzen einem Menschen oft so tief in den Knochen, dass sie ein Leben lang zu Scham- und Schuldgefühlen beitragen können. Anderes Beispiel: die Mutter mit der unordentlichen Tochter denkt, meine Tochter sollte ordentlicher sein. Die Umkehrung heißt, ich sollte ordentlicher sein. Obwohl sie, die Mutter, schon ordentlich ist, zumindest im Außen, meint die Frau immer noch, ordentlicher sein zu müssen. Andererseits kann sie oft durchaus Bereiche finden, wo sie ihre eigene Unordnung nämlich nach wie vor ablehnt. Beispiel: Unordnung und Unklarheit im eigenen Denken oder in ihrer Beziehung zu ihrem Mann oder ihre Unordnung im eigenen Keller, in den Schubladen, in den Steuerunterlagen. Denken Sie mal gerade selber dran. Keller, Schubladen, Steuerunterlagen, Beziehung zum Mann. Alles klar oder unklar? Wenn man sucht, findet man auch manchen unordentlichen Bereich. Da empfehle ich übrigens den Vortrag, bring endlich Ordnung in dein Leben. Nach diesem Vortrag haben zig bis hunderte von Menschen angefangen, ihre Keller aufzuräumen. Eine andere Umkehrung für die Frau könnte lauten, ich darf nicht unordentlich sein. Und auch diese Umkehrung werden die meisten Mütter als wahr empfinden, denn sie hat sich diesmal schon als Kind geschworen. Überhaupt treffen wir in der Kindheit manch einen Schwur, der große Folgen für mein Leben hat und auch für das Verhalten meiner späteren Umgebung sowie meiner Kinder. Weitere Beispiele: fast alle Mädchen werden von ihren Müttern mit ihrer Wildheit, Frechheit oder ihrer Wut vehement abgelehnt. Erinnern Sie doch mal selber dran, durften Sie damals ein wütendes, freches, lautes Mädchen sein, alle Frauen? Ja? Haben Sie gesagt, oh, brav, schön, weiter frech, und diese Kraft in meiner Tochter. Ha, 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 ne? Mütter und Väter wollen brave kleine Mädchen. Darum sagen sie, kleine Mädchen, ich muss brav sein, ich darf nicht wütend sein, zumindest darf ich keine Wut zeigen. Denn wenn ich sie zeige, werde ich abgelehnt und das tut weh. 30 Jahre später denkt es diesen Gedanken nach wie vor in der Frau und jetzt Mutter. Ihre Tochter, ihr Sohn zeigt jetzt häufig noch stärkere wütende Impulse als die Mutter damals. Die Mutter kommt mit ihrem aufsässigen, wütenden, renitenten, sich verweigernden Kind häufig nicht mehr klar. Die Ursache: das Kind lebt genau die Wut aus, die die Mutter oder der Vater Zeit ihres Lebens unter den Teppich gekehrt haben und verdrängt hat. Das muss irgendwann raus. Das Leben ist Ausgleich. Genauso verhält es sich mit anderen auffälligen Kindern. Sie können fast immer vom Symptom des Kindes darauf zurückschließen, was die Eltern an sich selbst ablehnen und in sich verdrängt haben. Ich bekam oft in meiner aktiven Therapeutenzeit, heute mache ich nur noch Seminare, Anrufe von Müttern, sagen, darf ich Ihnen meine Tochter schicken? Ich sage, Sie dürfen selber kommen. Und immer wenn die Mutter dann wirklich liebevoll in die Meditation ging und in ihre Tochter wirklich hineinging, spürte von innen, wie es der Tochter geht, war man sehr überrascht, sagt, boah, das kenne ich ja von mir, ist ja wie ich. Ja? Wie ein Schuppen fällt das von den Augen. Beispiele: die unterdrückte Trauer in der Mutter oder im
Vater kann zu Depressionen bei Tochter oder Sohn führen. Die Abhängigkeit des Vaters, zum Beispiel vom Alkohol oder von Nikotin, oder die Abhängigkeit der Mutter von süßen Sachen, spiegelt sich entweder wieder in der Abhängigkeit der Kinder von denselben oder von ganz anderen Dingen oder in der vehementen Ablehnung derselben. Auch das ist eine mögliche Variante. Wenn ich etwas radikal, das heißt mit viel Emotion, ablehne, steckt dahinter meist genau das Gegenteil, nämlich die Gefahr, mich dieser Sache zu sehr hinzugeben. Ja? Immer wenn sie anfangen, einfach so zu predigen, das darfst du, das darfst du, das darfst du. Je höher die Erregbarkeit, desto mehr ist da was dran. Ja? Desto mehr sie etwas ablehnen, desto heißer ist irgendeiner in ihnen darauf. Alles, was im Leben radikal unterdrückt wird, muss an anderer Stelle wieder zum Vorschein kommen. So musste als Beispiel die Verleumdung der Sexualität durch die katholische Kirche dazu führen, dass viele ihrer Priester in große Nöte gerieten und zum Beispiel unendlich viele ihrer Ministranten sexuell missbrauchten. Das ist heute bekannt. Und die vielen Kinder katholischer Priester sind bis heute ein weitgehend verdrängtes, vielen peinliches Thema. Wenn wir also selbst ein Verhalten oder eine Eigenschaft an jemandem ablehnen, dann dürfen wir uns ganz ehrlich fragen, wo, in welchem Bereich meines Lebens bin ich das auch, aber verbiete es mir gleichzeitig. Ich möchte hierzu gleich eine schöne Übung mit Ihnen machen. Zuvor noch ein paar Dinge. Wem in seinem Leben also Unangenehmes begegnet oder widerfährt, darf sich liebevoll und mit großer Ehrlichkeit eine von folgenden Fragen stellen. Das ist wichtig. Ja, wenn Sie Unangenehmes haben und sich ärgern, haben Wut und so weiter, drei Fragen. Wo tue oder bin ich das auch, was ich an meinem Nächsten kritisiere oder beklage? Dazu braucht man ein bisschen Ehrlichkeit und Forschung und Mut. Wo in meinem Leben bin ich auch wütend oder was auch immer? Wo verbiete ich mir das, was mir da im Außen entgegenkommt? Das heißt, wo grenze ich etwas aus, lehne etwas ab, hasse vielleicht gar etwas, was doch auch zu mir gehört? Und habe ich verdrängte Ängste in mir, dass mir dies oder jenes nicht geschehen möge? Ein paar Beispiele, Zusammenhänge. Wer belogen wird in seinem Leben, zum Beispiel häufig, überproportional, darf sich fragen, wo belüge ich mich selbst? Wo will ich meine Wahrheit nicht sehen? Oder wo lebe ich meine Wahrheit nicht? Ja, wenn das Herz sagt, Mensch, geh doch in die Richtung und so weiter, ja, dann ist das ein Betrug an sich selbst. Wenn Sie 20 Jahre verheiratet sind und Sie wissen seit 15 Jahren, dass das nicht mehr stimmt, harren aber weiter aus wegen der Altersversicherung oder warum, weil Sie so viel Schiss haben, was Neues anzufangen, dann ist das ein Selbstbetrug. Dürfen Sie nicht wundern, wenn andere Menschen in ihrer Umgebung anfangen, sich selbst, ja, sie auch zu belügen. Das ist ein Spiegel. Wer betrogen wird, darf sich fragen, wo betrüge ich mich selbst? Wo lebe ich gegen meine innere Stimme, gegen mein Herz? Wer bestohlen wird, darf sich fragen, wo oder wie stehle ich mir selbst etwas oder gönne mir etwas nicht oder gestehe mir etwas nicht zu oder verbiete es mir, wie zum Beispiel uneingeschränkten Wohlstand, Reichtum, Überfluss, Glück etc. Oder auch, wo missgönne ich anderen ihren Reichtum? Wer anderen Reichtum missgönnt, der muss sich nicht wundern, dass in seinem Bereich Mangel herrscht. Wer verlassen wird, darf sich fragen, wie viele Verlassenheitsängste er in seinem Leben schon verdrängt und nicht bejaht gefühlt hat. Oder er darf sich fragen, wo habe ich mich selbst verlassen und im Stich gelassen? Das ist eines der größten Themen von uns Menschen, das Verlassenheitsding. Jeder hat in seiner Kindheit Situationen, der eine mehr, der andere weniger erlebt, wo er sich verlassen gefühlt hat, einsam und verlassen und so weiter. Und in diesem Kind denkt es, in diesem Leben wirst du immer wieder verlassen. Wer häufig Verlassenheitserfahrungen gemacht hat, wo zum Beispiel Papa wegen Scheidung weggegangen ist, er denkt es im Kind, Männer verlassen einen, verlassen die Familie, Männer sind auf einmal weg. Ich habe so viel zig Frauen in Therapie und Seminaren erlebt, die genau das angefangen haben zu denken. Und was für Männer ziehen sie an? Natürlich genau die, die einen wieder mal verlassen. Das wiederholt sich. Das ist der Spiegel meines Denkens. Wessen Partner fremd geht, was darf der sich fragen? Wo gehe ich selbst zum Beispiel in meinen Gedanken fremd? Beziehungsweise welche geheimen Wünsche nach Sex mit einem anderen habe ich schon in mir entdeckt, mir aber nicht zugestanden? Oder die andere Fragestellung, wie sehr will ich einen Menschen festhalten, in Besitz nehmen? Das heißt, wer seinen Partner liebt, der lässt ihn los. Und wer Angst hat, ihn zu verlieren, der liebt noch nicht wirklich. Denn Angst und Liebe haben nichts miteinander zu tun. Wo Angst ist, ist die Liebe noch nicht. Und wo wirkliche Liebe ist, ist keine Angst mehr. Kleiner Hinweis auf meinen Vortrag, wahre Liebe lässt frei. Wer Geld verliert, darf sich fragen, ob er das Geld geliebt hat, das er verlor, ob er ihm, dem Geld und sich selbst große Wertschätzung entgegengebracht hat. Denn nur das, was du liebst, kann bei dir bleiben.
Anderes Beispiel, Millionen Menschen lieben ihre Arbeit nicht und betrachten sie als ein unangenehmes Los. Die Folge, sie werden sie los. Man nennt es arbeitslos. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir ehrlich unsere Verantwortung übernehmen wollen, was wir in den letzten 30 Jahren in Deutschland angefangen haben, über Arbeit zu denken und zu glauben und zu fühlen. Ja? Dann können wir ehrlich sagen, wir haben eine Zweiteilung geschafft. Wir haben gesagt, hier ist die Freizeit, das ist gut, das ist die Arbeit, das ist scheiße. Ja? Und so fangen heute schon Radiomoderatoren montags morgens an zu sagen, noch 5 Tage bis zum Wochenende. Ja? Das ist wie eine Gehirnwäsche gewesen. Über 30 Jahre wird die Arbeit schlecht gedacht. Und da muss natürlich so ein Satz von einem großen Poeten und Philosophen wie Khalil Gibran, der sagt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe, sehr komisch und exotisch anmuten. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Wir haben die Arbeit in den Dreck gedacht. Und darum empfinden wir uns heute, wenn wir am Schreibtisch sitzen oder an unserem Arbeitsplatz, meistens ziemlich geschissen. Ja? Wenn man gedacht hat, ja, Arbeit ist schwer, ist anstrengend, unangenehm, ach, möglich zu machen und so weiter. Ja? Genauso fühlen sie sich dann die meisten an ihrem Arbeitsplatz. Nochmal, wer seine Arbeit nicht liebt, muss damit rechnen, dass er auf Dauer los wird. Macht keinen Sinn, seine Arbeit zu behalten, wer sie nicht liebt. Keinen Sinn. Energetisch absolut Blödsinn. Wer es schwer hat, der darf sich fragen, was er über das Leben denkt. Ob er sich vorstellen kann, dass das Leben leicht sein darf. Und er darf sich fragen, was er sich in seinen Gedanken aufgeschultert und wie er sich das Leben schwer gemacht hat. Wer Schulden hat, der darf liebevoll nach seinen verdrängten Schuldgefühlen fahnden. Das ist natürlich meistens sehr im unbewussten Bereich. Aber wenn Sie da reingehen in der Meditation, da kommen Sie sehr schnell an Schuld- und Schamgefühle. Die meisten Menschen haben Schuldgefühle noch und nöcher verdrängt. Alle Eltern haben Schuldgefühle und gesagt, ich hätte es besser machen müssen. Die meisten Kinder haben Schuldgefühle, ich hätte besser zu meinen Eltern sein müssen. Das ist drin, das ist natürlich, das ist menschlich. Ja? Schuldgefühle zu haben ist kein Unglück. Nur sie zu verdrängen führt zu Leid. Einzugestehen, ja, da ist Schuld in mir. Ich vergebe mir selbst. Wie machen wir Schuldgefühle weg? Wie verwandeln wir sie? Durch das Thema der Vergebung. Ich erkenne, ich habe Unwahres gedacht. Ich hätte eine bessere Mutter sein müssen. Denken was alle Mütter. Irrtum, sie waren die beste Mutter, die sie sein konnten. Sie haben das immer so gut gemacht, wie sie konnten. Bitte spüren Sie mal rein, ob Sie das denken können. Das fühlt sich doch, ach, das fühlt sich aber gut an, ne? Ja. Da atmet der ganze Körper auf. Sie waren die beste Mutter, die sie sein konnten. Sagen Sie sich das. Nächsten Tage öfter mal. Och, echt? Ja, hat er best gesagt. Jetzt müssen Sie es noch selber sagen, ne? Und das glauben. Ja? Heute würden sie natürlich ihre Kinder anders erziehen und behandeln, aber damals waren sie 25, 28 und so weiter, ja, im Stress und so weiter, haben nicht damit gerechnet, dass wir da schwanger wurden und so weiter, haben mit ihrem Alten Probleme gehabt und was nicht alles, ja. Und da haben sie gut durchgekämpft, herzlichen Glückwunsch. Wer Stress hat, darf nach seinen stressvollen Gedanken forschen. Es gibt in diesem Universum keine Zufälligkeiten und darum gibt es auch kein Pech oder kein Glück. Alles, was geschieht und auch alles in unserem Leben hat seinen Sinn und kann mit etwas Abstand und aus neuen Blickwinkel betrachtet auch verstanden werden. Ganz besonders hervorragende Spiegel sind uns unsere Mitmenschen. Die auffälligsten Spiegel sind die Menschen, die in uns die stärksten Emotionen auslösen, wie Ärger, Wut, Hass, Ohnmacht, Enttäuschung, Ängste, Schuldgefühle, Trauer. Bin ich langsam genug? Wunderbar. Und es macht tiefen Sinn, dass diese Gefühle in mir ausgelöst werden. Warum macht das Sinn? Ich habe schon angedeutet, wir brauchen diese Menschen, die uns auf die Füße treten. Au! Warum? Weil dieses Au in uns ist. Diese Angst oder diese Wut, wenn wir Wut ausgelöst bekommen, durch wen auch immer, den Mann, die Frau, den Lehrer, den Chef und so weiter, dann schmeißt dieser Chef, Lehrer oder Frau keine 5 Kilo Wut in mich hinein und sagt, hup! Sondern er löst nur, er legt seine Finger in eine Wunde in mir und dann macht es au. Das heißt, die Wut, die egal welcher Mensch in mir auslöst, ist schon seit Jahren, Jahrzehnten in mir. Ich habe sie selbst seit meiner Kindheit erschaffen, genährt, vermehrt, 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 vermehrt. Und jetzt tritt einer auf und sagt, pick, au. Und sagt, du Arsch, du hast mich gerade verletzt. So denkt der Kopf, ist aber ein Irrtum. Er hat nur durch irgendeine Bemerkung, ne, nach dem Motto, der Mann sagt zu seiner Frau, also meine Mutter hat aber besser gekocht. Ah, tut das weh, ja. Ne? Hat er nur was gesagt. Ja, oder das Beispiel,
Sie verabreden sich mit ihrem Mann zum schönen Abendessen. Um 8 Uhr soll er da sein. Sie kochen so richtig schön in 2 Stunden. Oh, was ganz Feines. Ne? Wer ist um 8 Uhr nicht da? Ihr Mann. Wer ist um 7:45 nicht da? Ihr Mann. Um 8:30 ist er immer noch nicht da. Oh, ho, 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 ho. Was geht jetzt in dieser Frau vor? Wo ist er? Hab mich so gefreut. 2 Stunden gekocht. 8:45 immer noch nicht. Oh, ja. Und so weiter, ne? Oh, wenn der nach Hause kommt, ne? Und so weiter. Der hat mir auch. Der so Sack und so. Oh, ne? Und jetzt. Und oh, na, kocht es und kocht es und kocht es, ne? Und so. Oh, und dann sagt sie, nur wenn der Mann nicht wäre, ne? Der hat mich jetzt so richtig wütend gemacht. Aber war er gar nicht da? Das hat die Frau ganz allein gemacht. Die Frau allein in ihrer Küche, ne, er ist nur nicht da. Und genauso ist das im Leben, ja? Der andere spielt eigentlich nur eine Nebenrolle, nur in Gedanken. Er ist einfach nicht da und sie hat die Hölle. Ja, hat der Mann jetzt die Hölle in die Frau geschickt? Nee, hat sie nicht. Sie hat die Hölle in sich selber erschaffen, durch ihre verrückten vielen Gedanken. Ja? Und so passiert das ständig in unserem Leben. Wir denken immer, der andere, du hast mich verletzt. Denken wir jeden Tag, ne? Wenn einer auf den Füßen tritt, oh, du musst anders sein, du hast mich verletzt. Was ist die Wahrheit? Du kannst nur dich selbst verletzen. Das ist die Wahrheit. Jeder Schmerz, der in dir ist, ist dein Schmerz, Punkt 1. Und von dir letztlich verursacht. Der andere kann fremd gehen, der kann dich verlassen. So, was ist das, wenn er fremd geht oder wenn ich verlässt? Ja? Da muss man doch wehtun oder so. Muss man schreien. Ist ja okay, sie dürfen traurig sein, sie dürfen enttäuscht sein und sonst was alles. Das ist nicht, sie soll nicht cool sein. Okay, ist so fremdgegangen. Ja? Aber wenn sie enttäuscht sind und sonst was alles sind und wütend sind, das ist ihre Wut und ihre Enttäuschung. Und die dürfen sie spüren und bejahen, denn sie haben sie seit Jahrzehnten durchgestrichen, sie wollten sie nicht spüren. Und darum muss so etwas geschehen, damit sie immer stärker spüren und endlich sagen, ich glaube ja, es ist meine Wut und meine Angst und meine Enttäuschung und meine Angst vor Verlassensein. Und wer lange Jahre Angst hat davor, dass irgendetwas geschieht, es muss geschehen. Wenn sie Angst haben, dass bei ihnen eingebrochen wird, da können sie Doggen anstellen und Schlösser, Sicherheitsschlösser, es wird eingebrochen werden. Ja, wenn sie Angst haben, was zu verlieren, sie müssen es verlieren auf Dauer. Das ist das Energiegesetz. Also spüren Sie rein, wovor haben Sie große Angst? Und gestehen sich die Angst zu nach dem Motto, die Angst darf jetzt da sein. Mein Partner, der mich sitzen lässt und mich verlässt zum Beispiel, was spiegelt er mir? Meine mir unbewussten oder uneingestandenen Ängste vor dem Verlassenwerden. Sehr viele Menschen haben eine große Angst vor dem Alleinsein. Warum? Weil sich als Kind oft allein fühlen. Und das bedeutete damals, sich einsam, hilflos, schwach, ungeschützt, bedroht etc. zu fühlen. Diese Angst vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden lebt im Erwachsenen weiter, wenn sie nicht bewusst gelöst wurde. Denn Ängste, wie die dazugehörigen Gedanken, kennen weder Zeit noch Raum und wirken auch nach Jahrzehnten genauso, als sei es das in der Kindheit Geschehene erst vor 5 Minuten passiert. Solange also diese Ängste und die Angstgedanken in uns wirken, müssen wir das Verlassenwerden immer wieder erfahren, denn das, wovor ich größte Angst habe, ziehe ich wie ein Magnet an. Anderes interessantes Beispiel, Männer, die Frauen an die Wäsche wollen. Manche Frauen beklagen sich, dass sie von Männern immer wieder sexuell angemacht werden, wieder andere würden sich das sehnlichst wünschen. In beiden Fällen spiegelt das Verhalten der Männer das, was die Frau meist unbewusst in die Welt sendet, aus. In Frauen, mit denen auffallend viele Männer Sex wollen, kursiert ein meist interessantes Männerbild. Es denkt zum Beispiel in solchen Frauen, Männer haben nur Sex im Kopf. Oder Männer wollen immer nur das eine. Oder Männer sind doch alle Schweine. Oder ähnlich interessante Männerbilder. Diese Männergedanken gehen dann meist einher, gleichzeitig mit meist abwertenden, ablehnenden Gedanken über Sexualität. Solche Frauen verurteilen ihre eigenen sexuellen Regungen und geheimen Wünsche meist als schmutzig, unmöglich oder empfinden Schuld- und Schamgefühle. Und welche Männer ziehen diese Frauen an? Natürlich immer die, die nur das eine wollen. Oder Frauen, die mit Männern im Clinch liegen, die Männer nicht leiden können oder Männer mit ihren Chefs aneinander geraten. Was ist mit denen? Wenn sie dahinter schauen, werden sie entdecken, sie sind fast immer im inneren Krieg. Mit wem? Mit dem Vater ihrer Kindheit. Oder sie sehnen sich nach wie vor nach dem damals häufig abwesenden Vater. Grundsätzlich spiegelt das Nicht-Zurechtkommen der Frau mit Männern ihr inneres Verhältnis zum Vater der Kindheit.
Genauso wie umgekehrt bei Männern, die immer mit Frauen Probleme haben, weder Klarheit, Frieden noch Freiheit besteht. Zu wem? Zu ihren Müttern von damals. Wer mit Papa oder mit Mama der Kindheit noch nicht ganz im Reinen, nicht ganz im Frieden und in der Freiheit ist, der muss einfach, das ist ein Gesetz, der muss mit den Männern oder Frauen in dieser Welt spiegelmäßig in Verstrickung geraten. Nämlich, der schaut auf alle Frauen dieser Welt mit einer 20-Dioptrien-Mutterbrille und auf alle Männer dieser Welt mit einer 20-Dioptrien-Vaterbrille. Und folglich muss dieser Mensch in seiner Partnerschaft sogenannte Elternlektionen nachholen. Wir werden erst dann frei in unserem Beziehungsleben, wenn wir mit den Eltern unserer Kindheit ganz vollkommen Frieden geschlossen haben. Sonst sind das immer wieder Kopien und Spiegel von Papa- und Mutterbildern in uns. Das heißt nicht, dass sie genauso sind wie Papa oder Mama, wo das häufig passiert. Die ersten Partner, fragen Sie nochmal die Damen, ihre ersten Männer, Gemeinsamkeiten mit Papa. Und die Herren der Schöpfung, ihre ersten Damen, ja, Gemeinsamkeiten mit Mama. Mein Chef, der meine Leistung nicht anerkennt oder mich nur kritisiert. Vorgesetzte, die meine Leistung nicht sehen und anerkennen, obwohl ich mich anstrenge, die Anforderungen zu erfüllen, spiegeln mir zumindest zwei Dinge. Erstens, die unerfüllte Sehnsucht nach der Anerkennung durch Papa. Zweitens, mein eigenes mangelhaftes, herabsetzendes, kritisierendes und liebloses Verhältnis zu mir selbst. Denn mit ein bisschen Distanz betrachtet, schauen Sie an, wenn immer Sie angestellt sind, Sie arbeiten für eine Firma, diese Firma ist immer, inklusive Chef und Vorstand und so weiter, ein Symbol für Papa. Immer. Und wenn Sie Krach haben mit diesem Symbol für Papa, dann legt das den Schluss sehr nahe, dass Sie mit dem Vater Ihrer Kindheit immer noch im Krach sind. Wenn Sie Männer anschauen, als Beispiel, die sich, egal ob auf höheren, angestellten Ebenen, für ihre Firma einsetzen und von ihren Chefs gelobt werden, die strahlen wie kleine Jungs, wenn sie mal gelobt werden. Ja? Das ist unser inneres Bedürfnis. Ja? Papa, lob mich. Ha, ha, ha. Ja? Jedes Kind, insbesondere die Jungs, geiern danach, dass Papa ja, sieht, welche Fortschritte sie erreichen. Wenn sie mal kleine Jungs beobachtet haben, wenn die etwas Neues gelernt haben, dann rufen die mal, Papa, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die sind unheimlich scharf darüber, dass Papa das sieht und anerkennt. Toll, super. Schon mal geguckt? Ja? Oberscharf. Diese Sucht nach Anerkennung von Papa wird aber in seltensten Fällen befriedigt. Meinst du, Papa, ja, ist okay. Ja. Bumm, geht die Fresse, Flappe runter, ja? Aber die Sehnsucht nach dieser Anerkennung sitzt nach wie vor. Und dann gehen die Jungs später, 20 Jahre später, und sie rennen in die Firmen rein und sie rennen und rennen und rennen. Und hoffentlich, Papa. Dieser Hunger bleibt. Dieser Hunger kann nur erfüllt werden, wodurch? Indem ich mich selbst anfange anzuerkennen. Frauen wie Männer. Ich selbst kann mir nur die Anerkennung und Liebe geben, nach der mein Herz sich sehnt. Anderes Beispiel. Mein Nachbar, der rücksichtslos Lärm macht und sich um meine Beschwerden nicht kümmert. Nicht wenige Menschen beklagen sich über rücksichtslos laute Menschen. Der Lärm dieser Menschen ist meist nichts anderes als ein Spiegel des Lärms in seinem eigenen Innern. Wer seinem eigenen inneren Lärm, das Chaos in seinem Kopf oder den Hilferuf seiner Seele nach Besinnung und Selbstzentrierung und Ruhe überhört oder negiert, der muss mit Lärm aus einer anderen Quelle von außen rechnen, sei es durch seine Nachbarn oder durch einen Tinnitus-Ton und Lärm in seinem Ohr. Weiteres Beispiel, arrogante Menschen, die meinen Weg kreuzen und in mir Ablehnung hervorrufen. Wer sich über arrogante oder besonders selbstbewusste Menschen gern aufregt, der darf sich fragen, wie stolz er denn auf sich selbst ist, beziehungsweise wie viel Stolz und Selbstwertschätzung er sich selbst gegenüber ausdrückt, beziehungsweise sich zugesteht. Der Arrogante im Außen spiegelt mir häufig genau das, was ich mir selbst nicht zugestehe, obwohl ich doch ein inneres, unbewusstes Bedürfnis danach habe. Einen gesunden Stolz an den Tag zu legen, geht nicht auf Kosten der Mitmenschen, sondern halte ich für einen aufrechten Gang des Lebens für unabdingbar. Leider ist diese Tugend zu einem Übel verleumdet worden, unter anderem durch den schönen Glaubenssatz, Dummheit und Stolz wachsen auf gleichem Holz. Kennen Sie noch? Ich lade Sie ein, jeden von Ihnen, stolz darauf zu sein, was Sie gemacht haben, was Sie über Ihre ganze Lebensleistung. Jeder von uns hat das super gemacht. Insbesondere haben Sie alle Ihre Kindheit überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Ohne Zynismus behaupte ich, das war die größte Lebensleistung, denn das war die schwerste Phase unseres Lebens.
absolut abhängig, auch wenn die meisten das romantisiert haben. Und meine Eltern waren so schlimm nicht. Nein, es geht nicht um schlimme Eltern. Es geht um die Situation aus Sicht des Kindes, das vollkommen abhängig ist, physisch und psychisch. Aggressive Menschen, die sich ellbogenmäßig durchs Leben boxen. Wem in seinem Leben gehäuft aggressive Menschen über den Weg laufen, der darf sich wiederum fragen, wie er es selbst mit seinen Aggressionen hält. Wie gehe ich mit Wut, Ärger, Hass um? Oft behaupten solche Menschen ganz einfach nicht aggressiv zu sein. Wer aber glaubt, nur friedlich zu sein, der muss seinen aggressiven Impulse unterdrücken und er strahlt diese aber unbewusst aus. Neben aggressiven Menschen ziehen solche Menschen häufig auch aggressive Hunde an, die sie samt ihren eigenen Aggressionen ablehnen. Gleichzeitig haben diese Menschen früh gelernt, Wut und Hass zu verurteilen. Nicht selten hatten sie auch einen jähzornigen, zuweilen, plötzlich ausrastenden Vater, vor dem das Kind voller Schrecken innerlich erstarrt war. Solche Kinder wollen so etwas nie mehr erleben und verurteilen darum ihre eigenen Aggressionen und verdrängen sie konsequent. Ein ganz fantastischer Spiegel zur Selbsterkenntnis ist, wie schon erwähnt, unser physischer Körper. Auch in diesem Fall wird der Spiegel mit dem Wesentlichen oder die Wirkung mit der Ursache meistens vom Betroffenen verwechselt. Wenn wir an irgendetwas erkranken und denken wir und sagen wir, mein Körper ist krank, sagen wir dann. Und da wir uns fast mit diesem Körper identifizieren, sagen wir gleich, ich bin krank. Das denkt's in uns. Dies trifft jedoch nicht die Wahrheit und trägt keineswegs zur Heilung bei. Wer denkt, ich bin krank, der nährt seine Krankheit. Wer denkt zum Beispiel, mein Körper zeigt mir gerade, dass er Ruhe, Erholung oder sonst was benötigt, der ist auf dem Weg der Heilung. Also eine gewisse Distanz zum Körper. Sie sind nicht ihr Körper, aber sie haben einen. Unser physischer Körper ist pulsierendes Leben mit über einer Billiarde Zellen, lebendiger Zellen. Dennoch hat dieser Körper keinerlei Eigenleben, das heißt, er hat keinen eigenen Willen und keinerlei Macht. Er wird hundertprozentig gesteuert von dem Geist, der zu ihm gehört. Denn wir Menschen sind von Natur her ein Geistwesen, ausgestattet mit großer Schöpferkraft. Diese Kraft zu erschaffen, wenden wir täglich jede Minute an, durch all die Energien, die wir in die Welt und in unsere Körper hinausstrahlen. Zu diesen Schöpferenergien gehören unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Gefühle und unsere Handlungen. Damit erschaffen wir unsere Welt. 60.000 bis 80.000 Gedanken denkt das im Schnitt im Menschen jeden Tag. Viele Gefühle, viele Worte kommen aus unserem Mund, fallen meist völlig unbewusst aus unserem Mund. Wenn wir da wüssten, was wir mit unseren Worten machen, wie wir uns um Kopf und Kragen reden, da würden wir viel weniger sagen. Und mit unseren Handlungen ist das letzte Instrument. Es würde viel mehr geschwiegen werden, glaube ich. Unser physischer Körper gehört bereits zu unserer Außenwelt. Es ist die sichtbare Manifestation unseres Geistes. Wenn Sie einmal nackt vor Ihren Schlafzimmerspiegel stellen, das empfehle ich jedem ab und zu mal zu tun, muss Sie keiner sehen, schön von oben bis unten mal begucken. Oho, oho, oho. Und dann lauschen Sie, was es denkt und fühlt in Ihnen. Meistens, oh Gott. Und ich sage Ihnen, Sie stehen vor Ihrer eigenen Schöpfung. Sie sind der Künstler, der diese Skulptur Körper, Frauenkörper, Männerkörper, die letzten 30, 40, 50 Jahre erschaffen hat. Sie erschaffen Ihren Körper jeden Tag durch das, was es denkt in Ihnen, worüber, über sich und über den Körper. Frage, lieben Sie Ihren Körper? Ja, dann müssen Sie wundern, dass es so aussieht. Ja? Dieser Ihrer Körper ist unser Diener. Er dient uns tagtäglich. Er tut alles für uns. Er macht nur das, was der Geist vorgibt. Darum verdient er große Dankbarkeit und Liebe. Und kein anderer als Masaru Emoto, der Japaner, von dem viele von Ihnen gehört haben schon, mit seiner Wasserforschung, hat deutlichst nachgewiesen, dass Wasser und damit auch das Wasser unseres Körpers auf zwei Energien am besten, heilsamsten, harmonischsten reagiert. Und diese Energien heißen Liebe plus Dankbarkeit. Ich empfehle Ihnen also, wenn Sie etwas für Ihren Körper tun wollen, besonders den angegriffenen oder schon angeknacksten Körper, fangen Sie an, diesem Ihrem Körper Liebe und Dankbarkeit entgegenzubringen. Aber ganz buchstäblich, nicht nur mental hier, sondern richtig mit Ihrem Herzen. Danke, danke, danke. Uhuhu. Und Sie spüren genau, ob Sie ihn lieben oder noch nicht. Kurz einige Beispiele. Migräne. Die Migräne vieler Frauen und so mancher Männer bedeutet große Drucksymptome im Kopf. Dies bedeutet bei allen, wie bei allen Druckkrankheiten, noch Krampfadern, andere Drücke, dass hier etwas Wesentliches unterdrückt worden ist. Was wird bei Migräne unterdrückt? Es bedeutet, dass insbesondere Tonnen von Wut unterdrückt wurden in einer Frau, die seit der Kindheit verbietet, Wut bejahend zu fühlen oder auch einmal laut zu werden, ohne Schuldgefühle zu haben,
muss sich das Unterdrücken der Wut oder anderer Gefühle in Migräne oder zum Beispiel Bluthochdruck oder anderen Symptomen widerspiegeln. Erlauben Sie sich mal laut zu werden. Sie müssen dem anderen nicht eine reinhauen, aber Sie können mal sagen, scheiße finde ich das. Das ist erfrischend. Aber die meisten Mädchen haben das Maul gestopft bekommen. Ja? So laute Mädchen wollen wir hier nicht. Darum haben die meisten Frauen mit ihrer Schilddrüse Probleme. Das Halschakra ist bei den meisten Frauen zu. Ja? Viel weniger Männer haben Schilddrüsenprobleme, aber Frauen haben sehr viele, weil sie die Klappe gestopft bekommen haben. Und sie sich selber gestopft haben mit dem Satz, ich darf nicht laut sein. Ich bitte alle Frauen, wirklich laut zu werden wieder. Damit müssen sie ihren Mann nicht an die Wand klatschen, aber es tut ihnen gut. Und danach dürfen sie eine Meditation machen und die Wut in ihnen annehmen. Aber mal den Ventil lüften und sagen, so eine Scheiße hier aber auch, ja? Das ist doch wunderbar. Aber wer das nicht darf, ja, der muss das reinfressen. Das arbeitet dann in ihnen, zum Beispiel ihren Brüsten als Beispiel. Anderes Beispiel, wozu sind die Zähne da? Zum kraftvollen Zubeißen. Da immer mehr Menschen fallen aber die Zähne frühzeitig aus. Diese Menschen dürfen sich fragen, bin ich in der Lage, auch im übertragenen Sinne, kraftvoll zuzubeißen? Das heißt, wie gehe ich mit meiner Aggression, meiner Wut um? Wir verbeißen sie uns. Wir halten sie in unseren Kiefern zurück. Wir reißen nicht mehr die Klappe oder die Fresse auf, wo uns innerlich danach ist. Die Kiefergelenke, spielen Sie mal gerade rein, sind infolgedessen meist völlig verspannt. Der Körper sagt dann, wozu brauchst du Zähne? Du willst doch eh nichts zubeißen. Noch nicht mal bellen kannst du. Du zeigst keine Zähne, da können wir doch gleich gehen. Solche Menschen haben häufig auch Angst vor Hunden, denn Hunde stehen für das Bellen und Beißen, das sich der Mensch verbietet. Und das trifft nicht nur auf Briefträger zu. Wer selbst seine Aggressionen nicht bejaht und hinaus bellen kann und auch demonstriert, dass er zubeißen kann, dem kommt die ausgesperrte und abgelehnte Aggression häufig in Form von außen entgegen, in Form von Hunden oder aggressiven Männern, Chefs, Kollegen und so weiter. Auch das Gähnen zum Beispiel, ja, haben wir verboten bekommen aufgrund unserer Erziehung. Ja, hältst du die Hand vor den Mund, ne? Und dann haben wir nicht die Hand vor den Mund gehalten und hinter dem Mund richtig die Fresse aufgerissen. Ja? Sondern eine Energie drängt da raus, will nach außen, ja? Sagt uns, mach die Klappe auf, ne? Muss man ja? Sondern wir pressen das zusammen und nehmen das Ganze wieder zurück. Das ist gegen das Leben. Ich lade Sie ein, gähnen Sie richtig laut und machen den Mund dabei auf, ja? Dann kommt hier Leben in Ihre Kiefer. Soll man mit Gähnmeditation machen? Ich mache das mal in meinen Seminaren. 5 Minuten nur gähnen. Und was passiert, wenn Sie richtig gähnen, wenn so richtig das Zäpfchen hinten richtig wackelt, ja? Da fangen die Augen an, nass zu werden. Da kommt richtig Bewegung in Ihren Körper. Flüssigkeit löst sich. Bei allem, wo die Augen nass werden, ja, beim Lachen zum Beispiel und auch beim Gähnen, können Sie sagen, nur gesund. Tun Sie es oft und öfter, ne? Zu Hause jetzt morgen Küche ordentlich gehen. Grundsätzlich spiegeln uns Krankheiten oder Unfälle immer ganz Wesentliches. Wenn wir durch Krankheit oder Unfall aus der senkrechten Lage in die waagerechte Lage ins Liegen gezwungen werden, will das Leben Sie hiermit auffordern, ein Ungleichgewicht wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Bei jeder Krankheit lade ich Sie ein, sich 2 Fragen zu stellen. Erstens, zu was zwingt mich die Krankheit? Und zweitens, was kann ich jetzt durch die Krankheit nicht mehr tun? Das heißt, was ich sonst sehr viel getan habe. Wenn mich eine Krankheit oder ein Unfall zu Bett zwingt, dann sagt das Leben jetzt zu mir immer, stopp, jetzt reicht's, halt inne, komm wieder zu dir selbst. Komm zu Sinnen und zur Besinnung. Schau, welchen Lebenskurs du fährst. Jede Krankheit zwingt uns zunächst, nämlich das am Anfang erwähnte weibliche Prinzip zu leben, nämlich das Nicht-Tun, das Geschehen-Lassen, das Schwachsein, das Empfangen, das Vertrauen, das Nach-Innen-Gehen und so weiter. Krankheit und Unfall spiegeln mir also, dass ich ein Energiegesetz verletzt habe, das da heißt, alles will Ausgleich. Das Leben toleriert auf Dauer keinerlei Einseitigkeiten. Wenn Sie zum Beispiel ein Leben lang kein Schwachsein zugestehen, bitte spüren Sie rein, ob das für Sie zutrifft. Ich darf nicht schwach sein. Und immer den starken Meme, das heißt spielt und dieses Starksein-Wollen noch verbindet mit so Überzeugung wie, ich will unabhängig sein. Ich will von keinem abhängig sein. Der wird meist vom Leben in den so lange abgelehnten Pol hineingezwungen. Wann? Am Ende des Lebens. Viele früher stolze, starke und unabhängige Menschen beenden ihr Leben
bettlägerig und abhängig von anderen und dürfen ihren Stolz von früher durch eine Haltung der Demut und Dankbarkeit ersetzen, wenn sie sich von einer oft fremden Person den Hintern abwischen oder füttern lassen müssen. Das Leben will immer Ausgleich. Das tut dann weh für stolze Menschen. Um solch einem Ende im Leben vorzubeugen, wir müssen das nicht erleben, empfehle ich jedem schon vorher freiwillig in die Demut zu gehen, das heißt auch Schwäche zuzulassen und sich von anderen Hilfe zu holen und sich das auch zuzugestehen. Diejenigen dürfen lernen, sich selbst zu sagen, ich darf auch schwach sein. Ich darf mich auch fallen lassen. Ich muss nicht immer stark sein. Ja? Dasselbe trifft für die Kniegelenke zu, für viele Gelenke. Ja? Massenhaft Menschen haben Probleme mit Kniegelenken, die Schmerzen. Wozu sind die Kniegelenke da? Wie alle Gelenke. Diese Gelenke sind dazu da, um flexibel zu sein. Wer Gelenksteifigkeit, Starre hat, Arthrose hat und Polyarthritis hat, Kniegelenkschmerzen, der darf fragen, wie starr oder wie flexibel sind sie in ihrem Denken? Das starrste, steifste Denken ist was? Das Verurteilen. Und Verurteilen ist bei uns immer noch Volkssport Nummer 1. Je mehr sie verurteilen, desto starrer und steifer müssen ihre Gelenke werden. Wer in den Knien Probleme hat, darf sich fragen, sind sie wirklich bereit, dem Leben zu folgen? Knie heißt, ich beuge mich dem Leben, ich gehe mit dem Leben. Ja? Wenn sie locker mit dem Leben gehen können, zum Beispiel ihr Körper sagt, ich bin jetzt müde, legen sie da hin oder sagen, nee, geht schon. Ja? Oder sie kriegen Schmerzen, ne? Haben sie ein paar Pillen da, geht schon. Ne? Ja, das ist keine Demut dem Leben gegenüber. Sie werden dann starr und steif und am Ende nicht wundern, wenn die Knie wehtun oder andere Gelenke wehtun. Wer an Spiegelgesetze denkt, denkt oft nur an die angenehmen Spiegel des Lebens. Hiermit wird man dem Spiegelgesetz aber nicht gerecht. Denn alles ist ein Spiegel, auch das Schöne und Erfreuliche, das in deinem Leben auftaucht. Wenn du vor einem herrlichen Sonnenuntergang stehst, der dein Herz berührt und du von seiner Schönheit ergriffen bist, was passiert dann energetisch? Dann stehst du vor deiner eigenen Schönheit. Wenn du ein kleines, unschuldiges, friedliches Baby anschaust oder auf den Arm nimmst, das dein Herz berührt, berührt dich dein eigenes, unschuldiges, friedliches Wesen. Wenn du an einem stillen See oder am Meeresstrand stehst und schaust, wo das Meer am Horizont den Himmel berührt, dann berührt dich im Meer die eigene Weite, die Stille und die Unendlichkeit. Du könntest all das Schöne, das Herrliche, das Majestätische, Unendliche, Kraftvolle und Beeindruckende in deinem Leben und in der Natur gar nicht wahrnehmen, wäre nicht das Gleiche auch in dir enthalten. Der Blitz und der Donner des Gewitters, das Feuer in der Sonne, die Kraft im Sturm, die Freude in den Augen deiner Mitmenschen, die Herrlichkeit der Musik, die Zartheit einer aufgehenden Rosenknospe. Erkenne all das als du. Du bist das alles. Um diese unsere Schönheit im Spiegel des Schönen um uns herum wiederzuerkennen, dürfen wir der Schönheit im Leben wieder einen Ehrenplatz einräumen. Ganz besonders den 1000 kleinen schönen Dingen. Wir dürfen die Schönheit und uns selbst im Leben wieder genießen und feiern lernen. Das beginnt zum Beispiel bei der Kleidung, die Sie anlegen am Morgen. Wählen Sie diese mit Bedacht aus? Erspüren Sie, was zur Energie des Tages und zu Ihrem inneren Energiebild jeweils passt? Wie viel Wert legen Sie auf einen wohlgeordneten Kleiderschrank, der Ihnen jeden Tag eine Freude ist? Wie viele Kleidungsstücke befinden sich darin, die eigentlich schon längst in der Kleidersammlung sein sollten? Weil sie sie nicht wirklich lieben. Der ganze sogenannte graue Alltag darf wieder zu einer bunten Feier werden. An jedem Tag das Leben im Detail zu feiern und zu genießen, das ist der Ruf des Lebens an uns. Gott ist Freude und der Sinn des Lebens ist es, sich zu freuen. Wie oft schenken Sie sich selbst einen Strauß Blumen? Wie oft benutzen Sie Ihr sogenanntes gutes Geschirr? Wie viel Ästhetik strahlt Ihr Kaffeetisch aus? Wie sieht es in Ihrem Auto aus? Wie viel Luxus leisten Sie sich im Alltag? Luxus hat weniger mit Geld zu tun, als mit einer großen Wertschätzung sich selbst und dem Leben gegenüber. Alle Mangelerscheinungen des Lebens, besonders der im Wohlstandsbereich, können wir zurückführen auf den Mangel an Selbstwertschätzung und Selbstanerkennung. Hören Sie nur rein in das Wort Selbstwert und Schatz. Betrachten Sie sich selber als einen Schatz? Auch wenn Ihr Partner Sie oft Schatz nennt, glauben Sie wirklich daran, dass Sie einer sind? Wer sich nicht als ein wunderbares, liebenswertes, schönes, göttliches und heiliges Wesen sieht und anerkennt, der zieht wenig wunderbare und schöne Dinge an, der verkauft sich unter Wert. Feiern Sie das Leben, feiern Sie sich selbst und verbringen Sie Zeit mit schönen Dingen. Kerzenschein, ein Genussschaumbad, eine sinnliche Genussmassage, teure Öle, ein edler Rotwein, möglichst nicht von Aldi, himmlische Musik.
Leben Sie wieder den weiblichen Pol, das Entspannen, das Genießen und der Täter, die Frau und der Mann und so weiter. Unser Verstand hat aber gelernt zu denken, entweder ist dies da oder jenes, sein Gegenteil. Unser Verstand nimmt die Welt aber nicht so wahr, wie sie wirklich ist. Er trennt das, was zusammengehört. Dieses in Gegensätze trennende Denken hat die Menschheit in alles Leiden hineingeführt. Der Mensch ist Weltmeister im Spiegelputzen. Da er die Ursache mit der Wirkung, den Projektor mit der Leinwand, das Subjekt sich selbst, nämlich mit dem Gespiegelten, verwechselt, versucht er sein Leben an der falschen Baustelle zu verändern. Buchstäblich baut er sein Leben auf Sand auf und nicht auf dem Felsen. Er schaut in den Spiegel, sieht, dass sein Gesicht schmutzig ist und beginnt daraufhin, den Spiegel zu putzen. Er glaubt, dass das, was sich im Außen zeigt, sei echt und er legt hierauf seine ganze Aufmerksamkeit. Er beginnt das Äußeres zu sammeln und festzuhalten, anstatt es nur zu genießen, aber nicht daran anzuhaften. Wer das scheinbar Getrennte mit den Augen der Liebe, das heißt mit seinem Herzen anschaut, der beginnt zu verstehen und aufzuwachen. Der beginnt die Wirklichkeit hinter der Fassade zu sehen und neu zu denken. Der sieht und erkennt immer wieder, dass alles zusammengehört, dass es im Universum keine Trennung gibt. Der gelangt vom bisherigen Entweder-Oder zum Sowohl-als-Auch. Der beginnt zu erkennen, dass es keine Opfer und keine Täter, sondern nur Mitspieler und Co-Schöpfer gibt. Der hört auf, auch Gott zu verurteilen, der angeblich eine unvollkommene Welt erschaffen hat und der zulässt, dass täglich über 100.000 Menschen, davon 30.000 Kinder auf dieser Erde an Hunger sterben. Der beginnt sich selbst als Schöpfer und Co-Schöpfer aller Zustände seines Lebens und alle Menschen gemeinsam als Schöpfer aller Zustände hier auf Mutter Erde zu sehen und seine Schöpferverantwortung wieder in Besitz zu nehmen. Es gibt viele Lehrer der geistigen Welt und dieser Welt, die uns an die Wahrheit unserer Göttlichkeit erinnert haben. Da unsere Außenwelt, der Zustand von Mutter Erde, noch nicht allzu göttlich aussieht, haben wir diese Botschaft als Menschheit noch nicht ganz verinnerlicht. Erst was ich verinnerliche, erscheint im Außen eines Menschen wie im Außen der gesamten Menschheit. Geht zuerst nach innen, denn innen spielt die Musik. Oder wie Gott im Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh sagt, wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Die gesamte Botschaft von Jesus von Nazareth ist ein Aufruf, uns unserer Göttlichkeit zu erinnern. Ein zentraler Satz von ihm war, ich und der Vater sind eins. Aus dieser Erkenntnis heraus konnte er seine vielen Wunder tun. Und er sagte, was ich kann, das könnt ihr auch und noch viel mehr. Aber glaubt das jemand? Und er sagt und empfiehlt, sorge zuerst für das Königreich des Himmels in dir. Und wir könnten fortfahren, und dieses Königreich in dir wird sich in deinem Leben, deinen Beziehungen, deiner Umwelt widerspiegeln. Ein anderer Lehrer, der wie kaum ein anderer uns ermutigt und auffordert, in unsere Kraft, in unsere Größe, in unsere Herrlichkeit zu gehen, ist ein Lehrer der geistigen Welt namens Ramta. Aus diesem Buch, weißen Buch von Ramta, mit diesem Zitat schließe ich heute Abend. Großer schöpferischer Gott, der ihr seid, wer glaubt ihr, hat euer Leben kreiert? Glaubt ihr, dass ein höchstes Wesen oder Kräfte außerhalb von euch dieses Leben kontrollieren, euer Leben kontrollieren? Die Wahrheit ist, ihr seid diejenigen, die voll verantwortlich sind für alles, was ihr je getan habt, gewesen seid oder erlebt habt. Und spüren Sie rein, was das in Ihnen auslöst. Ihr, die ihr die Macht habt, die Pracht der Sterne zu erschaffen, habt jeden Augenblick und alle Umstände eures Lebens geschaffen. Der zu sein, der ihr seid, habt ihr gewählt. Euer Äußeres habt ihr geschaffen. Die Art, wie ihr lebt, habt ihr voll und ganz geplant und selbstbestimmt. Das ist die Ausübung und das Privileg, wenn ihr so wollt, des Gott-Menschseins. Im Englischen heißt der Mensch noch Human Being. Und Human heißt Hu aus dem ägyptischen Gott und Man Mensch. Da steckt das noch drin, der Gott-Mensch. Wer glaubt hier, dass er Gott-Mensch sei? Ihr kreiert euer Leben durch eure eigenen Gedankenprozesse, durch das, was ihr denkt. Denn alles, was ihr denkt, werdet ihr auch fühlen. Und alles, was ihr fühlt, manifestiert sich, um die Umstände eures Lebens zu erschaffen. Ihr seid genauestens das, was ihr denkt. Denn alles, was ihr denkt, werdet ihr in Form von Gefühlen in eurem Innern auch werden. Wenn ihr euch in der Fantasie einen Vereinigungsakt vorstellt, wird sich euer ganzes Wesen erregen. Wenn ihr über Not nachsinnt, werdet ihr Not haben. Wenn ihr über Freude nachsinnt, werdet ihr sie haben. Wie wird eure Zukunft erschaffen? Durch den Gedanken. Die ganze Zukunft, die vor euch liegt, wird durch eure Gedanken an diesem heutigen Tage entworfen. Denn jeder Gedanke, den ihr umfasst, jede Fantasie, die ihr habt, für welches emotionale Ziel auch immer,
Sie erzeugen in eurem Körper ein Gefühl. Ein Gedanke erzeugt immer ein Gefühl. Und dieses Gefühl wird in eurer Seele aufgezeichnet. Dieses Gefühl in der Seele aufgezeichnet, stellt dann die Voraussetzung her für eure Lebensbedingungen, denn es wird Umstände zu euch ziehen, die dasselbe Gefühl, das in eurer Seele aufgezeichnet ist, aufs Neue hervorrufen und ihm entsprechen. Frage also, wes Geisteskind bist du? Die Gedanken, die du immer wieder denkst über deine Mutter, deine Schwiegermutter, deinen Vater, deine Vergangenheit, deine Arbeit, den Arsch von Chef und so weiter, ja? Dass diese Gedanken erzeugen ein Gefühl von Wut, von Hass, von Rache, von Schuld, von Scham, von Kleinheit, Minderwertigkeit und so weiter. Diese Gefühle werden aufgezeichnet in deiner Seele, das stickst du raus und zieht Gleiches an. Du vermehrst Minderwertigkeit, Minderwertigkeit, Hass, Wut, Wut, Wut und so weiter. Und am Ende fühlst du dich scheiße. Und wisst, dass jedes Wort, das ihr sprecht, eure künftigen Tage erschafft. Denn Worte sind nur Töne, die die Gefühle in eurer Seele ausdrücken, die wiederum aus Gedanken geboren sind. Wie sprechen wir? Wie bewusst und unbewusst lassen wir die Worte rausfallen? Fangen sie an, auf ihre Worte zu hören. Manchmal höre ich Menschen zu und denke, mein Gott, wenn die wüssten, was sie gerade machen. Ja? Wie sie ihre nächsten 10 Jahre bestimmen. Oh. Denkt ihr, dass die Dinge euch per Zufall widerfahren? So etwas wie Zufall oder Zufälligkeit gibt es nicht in diesem Königreich und niemand ist ein sogenanntes Opfer des Willens oder der Pläne eines anderen. Alles, was euch widerfährt, habt ihr in euer Leben hineingedacht oder gefühlt. Ihr habt es entweder herbeifantasiert durch die Was-wäre-wenns oder in Form von Ängsten. Oder jemand anderer hat euch gesagt, dass etwas so und nicht anders wäre und ihr habt es als Wahrheit akzeptiert. Alles, was geschieht, geschieht als ein absichtlicher Akt, festgelegt durch Gedanke und Emotion. Alles. Jeder Gedanke, den ihr je umfasst habt, jede Fantasie, die euch je zu fühlen erlaubt habt, all die Worte, die ihr gesprochen habt, haben sich alle ereignet oder warten darauf, sich zu ereignen. Denn der Gedanke ist der wirkliche Lebensspender, der niemals stirbt, der niemals zerstört werden kann. Und ihr habt euch seiner bedient, um jeden Augenblick eures Lebens zu erschaffen. Denn er ist euer Bindeglied zu dem Geist Gottes. Ich lade Sie ein, machen Sie sich bewusst, was es Ihnen denkt, was es Ihnen fühlt. Und übernehmen Sie die Verantwortung für das, was es da tut. Und überprüfen Sie, will ich so weiter denken, fühlen? Will ich so weiter sprechen? Jedes Wort, das Sie in die Welt schicken, kommt zu Ihnen zurück. Es ist wie ein Bumerang. Jeder Gedanke, den Sie in die Welt schicken, kommt zu Ihnen zurück. Schicken Sie Gedanken des Unfriedens rein, kommt Unfrieden zurück. Schicken Sie Gedanken der Verurteilung raus, kommt Verurteilung zurück. Das haut Sie richtig auf die Wange. Wenn wir das verstehen, können wir sofort entscheiden und sagen, ich entscheide mich für ein neues Denken, für ein neues Fühlen, für ein neues Sein. Jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, treffen Sie eine wesentliche Entscheidung. Sie treffen am Morgen entweder unbewusst oder bewusst die Entscheidung, wer Sie an diesem Tag sein wollen. Ein Friedensbringer oder ein Unruhestifter und Konfliktmacher. Einer, der heilt oder einer, der krank macht. Sich selbst als allererstes. Einer, der liebevoll sich selbst begleitet oder der sich weiter in den Hintern tritt und sich selbst verurteilt. Bitte treffen Sie diese Entscheidung bewusst in Richtung Liebe, Frieden, Freude, Selbstanerkennung, Selbstwertschätzung. Nochmal, die Selbstliebe ist der wichtigste Weg in die Liebe zu anderen und der wichtigste Weg zum Frieden auf dieser Welt. Und diese Welt braucht, glaube ich, Frieden, so wie sie heute aussieht. Ich danke ganz herzlich für Ihre super Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke.